Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017. Hier zur Karriere, heute zum Qualifying in Silverstone. Eine richtig geile Strecke, aber auch eine sehr anspruchsvolle Strecke. Mit dem Setup 2.5 wollen wir hier was reißen, also mit sehr, sehr wenig Frontflügel könnte man meinen für untersteuern. Die Radaufhängung ist mittlerweile bei mir ein bisschen Standard geworden, 7.2, 7.4, 5.5. Auch ein hoher Bremsdruck, auch die Bremse wieder hier ein bisschen weiter nach hinten verlegt. Damit kommt mich zum Beispiel einfach besser zurecht. Schauen wir uns ganz kurz das Wetter an für das Rennen. Und ja, da strahlt mein Herz. Warum? Wir haben 45 Minuten wahrscheinlich Intermediates-Bedingungen. Und ich liebe das hier im Regen zu fahren. Oh. Ich sag dazu nur, welche Rennen waren geil? Spanien war geil. Aber auch Österreich im Regen war richtig, richtig geil. Deswegen müssen wir schauen. Qualifying bleibt komplett trocken. Also wir müssen schauen, was dann im Rennen hier möglich ist. Das Qualifying-Ziel ist Platz 16. Das habt ihr noch in der letzten Trainingsfolge gesehen. Allerdings, das ist jetzt das Problem, hier zählt noch mehr die Motorleistung. Jede Rennstrecke, wo mehr Abtrieb hier erforderlich ist, gerade auch bei schnellen Kurven hier, brauchen wir genau PS unter der Haube. Und die hat der McLaren Honda nach wie vor nicht. Deswegen wird auch ein Lance Stroll und ein Jordan Palmer hier zu schlagen sein, schon relativ schwer werden. So wenig Benzin, wie es nur irgendwie geht, übernehme ich mit. Und ja, Silverstone auf der einen Seite eine richtig geile Strecke. Auf der anderen Seite fahre ich diese Strecke immer sehr, sehr gerne. Allerdings auch hier die KI nach wie vor im ersten Sektor brutal stark unterwegs. Was auch damit zusammenhängt mit dieser langsamen Linksknick. Kurve 1 geht mittlerweile ohne Probleme voll. Auch die S sind nicht mehr die große Herausforderung, also Maggots und Beckets. Dafür kommen wir jetzt eigentlich zu der wirklichen Herausforderung in den Kurven, und zwar diese rechts hier. Man kann sich ja nach außen tragen lassen, da muss man versuchen hier, sich nicht zu weit natürlich nach außen tragen zu lassen. Aber das Heck wird da sehr leicht, sehr unruhig. Und dann kommen wir zur nächsten Mutkurve, und zwar diese Rechtskurve hier. Mutkurve in dem Bezug, man muss den Scheitelpunkt treffen. Dann geht diese Kurve sofort voll. Und deswegen ist hier Motorleistung so entscheidend, weil du hier Minimum, gefühlt 20 Sekunden, nur auf den Gas gehst. Und das ist halt brutal. So, dann hier die SS und Maggots, die an Fahrspaß leider abgenommen haben. Aber die bin ich zum Beispiel in 2016 saumäßig gerne gefahren. Hier weniger der Fall. Weil die echt an Herausforderungen leider verloren haben. Auch der Schlusssektor, auch die letzte Kurve ist deutlich vereinfacht worden. Hier neigt mein Auto gerne zum Untersteuern. Das haben wir jetzt gemerkt. Und auch hier der Schlusssektor deutlich vereinfacht worden. Dritter Gang. Und dann hier natürlich versuchen, so wie es geht, so viel Schwung wie nur irgendwie möglich zu nehmen. Geht alles voll, ohne Probleme. Und jetzt sind wir wieder mal so circa 20 Sekunden oder 10 Sekunden nur Vollgas getrimmt. Durch Kurve 1 wenig Lenkradeinschlag versuchen. Linkskurve, alles ohne Probleme. Und dann das harte Anbremsen. Für diese Kurve, Dreigangkurve, versuchen hier gut den Scheitelpunkt zu treffen und versuchen wirklich früh auf Vollgas zu gehen. Jede Zehntel, die wir hier früher auf den Gas gehen können, bringt Zeit. P16 ist schon saumäßig schwer. Esteban Ocon legt auch gleich schon vor. Die Kurve war jetzt nicht sehr schön gefahren. Hier lasse ich mich eigentlich in der Regel mal sehr gerne weiter nach außen tragen. Um dann natürlich mit optimalen Schwung herauszukommen. Ocon auf der 1, der wird kein Gegner für uns sein. Höchstens wieder mal im Regen. Auch hier den Curb außen ein bisschen versuchen mitzunehmen. Wunderbar. Vollgas, 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 Vollgas. Es ist 7-Gang-Kurve runter in den 5. Auch hier früh ans Gas gehen. Und Raikön schon, ja, mit Softreifen schneller als wir. Wir haben schon über eine Sekunde Rückstand. Und dahin kommt schon jemand an. Den Motor reiße ich auch gerade extrem weit aus. Hier rutscht mein Wagen über die Vorderachse. Hier habe ich Untersteuern gerade. Ganz schlecht da. Ganz schlecht durchfahren. Reicht von der 1.31.8. Und boah, das ist ja fast 3 Sekunden schneller als ich. Aber da geht natürlich auch noch was. Auch hier wieder unter. Ich mag dieses Untersteuern der neuen Autos einfach nicht. Das ist mein großes Problem. So, jetzt kommt Bottas.
und hält mich natürlich auf. Damit ist meine Runde eigentlich schon eher zunichte. Fahrer vor mir. Ja. Das ist mein größtes Problem, was ich einfach habe. Dieses Untersteuern. Das ist etwas, was mir hier gar nicht liegt. Egal mit welchem Auto ich fahre, das mag ich gar nicht. Fahrer hinter mir. 33,6. Fahrer vor mir. 30,5. Man merkt hier ganz klar den Motor. Ich merke, es ist eigentlich sehr schön zu fahren, schön flüssig, aber ohne den passenden Motor. Deswegen wir auch nur in die Motorenentwicklung investieren. Und zwar wirklich komplett investieren. Also Österreich, Großbritannien, da hat der Motor noch mehr zugenommen als in den Vorgängern. Und das ist krass. Mal schauen, was mein Teamkollege fahren kann hier. Ist auch noch eine gute Frage. Boxengasseneinfahrt, der Bremspunkt, ja. Da muss man auch ein Gefühl für haben. 2016 war das nämlich extrem schwer, den richtigen Punkt zu treffen. 1,31,8, ich weiß jetzt gar nicht, was ich im FP3 gefahren bin. Ich glaube, die besten Leute fahren hier eine 28er-Zeit. Also Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, die schaffen die 28er-Zeit. Ja, das sind 3 Sekunden. 3 Sekunden, das ist viel. Das ist viel Holz. Ich bin ja schon lange drin, Chef. Aber wir haben natürlich 2 Ones, oder die müssen wir nehmen. Magnussen im Haas, der hat einen Ferrari-Motor. Also die Kluft ist da riesengroß bei den Motoren noch. Und ist auch nicht innerhalb von 5, 6 Rennen aufzuholen. In der Theorie werden wir eigentlich nie in Sachen Motor wirklich aufholen können. Weil die Konkurrenz ja auch dementsprechend weiterentwickelt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das überhaupt schaffen kann, mit dem McLaren irgendwann mal Weltmeister zu werden. Dass das Auto wirklich deutlich besser ist. Man muss nämlich so viel gut machen. Auch die Reifen hier sind ein Thema. Die beanspruche ich hier auf dieser Strecke deutlich mehr. Und wenn wir uns mal die Sektorenzeiten mal herauspicken, dann sehen wir sind nicht weit weg von einem Herr Ericsson. Am meisten verliere ich echt im ersten Sektor knappe 6 Zehntel nur auf dem Magnussen. Keine Ahnung, wo der da die Zeit noch rausholt. Alonso ist noch in der Garage, der ist noch nicht gefahren, genauso wie Lewis Hamilton, der ist auch noch nicht gefahren und Wehrlein auch noch nicht. Also brutal, was die KI teilweise hier für Zeiten fahren kann. Vor allem, da ist noch Luft nach oben. 30,3, 30,5, 31,8. Das ist auch einfach das, was ich zum Beispiel meine im Vergleich zum Sauber. Wir sind nicht weit vorne und hier könnte man sogar noch Gefahr laufen, von denen überrannt zu werden. Das ist dann, ja, krass. Auf jeden Fall nehme ich mal eine Runde mehr Benzin mit. Alonso wird sich auch nochmal verbessern. Das weiß ich jetzt schon. Beziehungsweise Alonso wird ja nochmal eine Runde fahren, denke ich mal. Der ist auch noch gar nicht draußen. Alonso, wie wär's mal Zeit? Kollege, du musst auch mal rausfahren. Aber er will nicht, er will nicht. Doch, jetzt will er. Ja. Wir fahren auch nochmal raus. Das Problem, was ich auch noch habe, ich muss mich jedes Mal einschießen wieder aufs Neue. So, da fährt Alonso, da fährt ein Toro Rosso rein. Wir fahren raus. Weswegen ich mir auch wieder einfach mehr Chancen im Rennen ausrechne. Bezüglich dem ersten Stint mit dem Regen, das wird mir entgegenkommen, das weiß ich jetzt schon. Kam mir bisher immer entgegen. Ich stehe nicht auf Mager. Mager geht auf den Energiespeicher. Also, ich habe bei mir schon den Boxengassenbegrenzer eigentlich ausgemacht. Und der tuckert da immer noch rum. So, natürlich haben wir jetzt einen Palmer. Und der ist auf... Sehe ich gerade leider nicht, auf welcher Position der ist. Ja, und hier kommt nämlich sehr gern das Sack entgegen. Also, da finde ich nicht den richtigen Punkt. Sebastian Vettel mit 1,28. 9. Ich würde mal gerne wissen, auf welchen Reifen der das gefahren ist. Und hier habe ich auch noch nicht so wirklich den Punkt, wo ich Gas geben kann. Ja, das ist es. Da habe ich dann wieder das Untersteuern. Das hat man jetzt schön gesehen. Ich will Gas geben, immer mehr Gas geben und auf einmal fängt das Auto an, so dermaßen zu untersteuern. Das schmeckt mir einfach nicht. Das schmeckt mir einfach an dieser Fahrphysik nicht. Dieses, ja, zu viel Grip auf der Hinterachse quasi. Das ist mein Problem.
zu viel Grip auf der Hinterachse und zu wenig Grip auf der Vorderachse. Und das schmeckt mir halt einfach gar nicht. Ich will das lieber umgekehrt. Mehr Grip auf der Vorderachse und weniger Grip auf der Hinterachse. Wie es halt im Regen halt beim der Fall einfach ist. Das ist einfach so. Ich komme mit einer schlechteren Hinterachse besser zurecht als mit einer schwachen Vorderachse. Ja, auch hier leichtes Untersteuern. Ganz leicht. Wobei ich eigentlich mit dem Setup zufrieden bin. Daran liegt es jetzt nicht. Dann wollen wir mal. Schlecht daraus beschleunigt. Ja, und zwar deutlich, also kaum gewinnen. Wehrlein vor uns, alles klar. Das sagt alles aus. Ja, schönes Untersteuern. Aktuell Verbesserung. Ich reiße den Motor mal ein bisschen mehr aus. Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 31,3. Ich arbeite dran. So, was haben wir, die knappen 3/10? Damit hätten wir Alonso geschlagen. Stroll wäre quasi der nächste. P17. Und da, ja, alles klar, da kommt Wasser raus. Damit war es das mit der Runde. Fahrer vor mir. 6 Zehntel, auf keinen Fall. Auf keinen Fall hole ich hier noch 6 Zehntel raus. Das ist schon Limit mit dem Wagen gerade, diese 31,2. Zumindest für mich, Fahrer hinter mir. Und wenn ich den nochmal kenne, verbessert er sich auch nochmal. Also ich kann nochmal rein frische Reifen holen. Und dann nochmal alles, ja wirklich quasi die Waagschale legen. Das macht keinen Unterschied mehr. Auch der Verbrennungsmotor wird ja am meisten drunter leiden. Das kommt auch hinzu. Also 105 aktuell passt für mich super. Außer im Regen würde ich gerne auf 110 fahren. Das ist aber dieser blöde Kompromiss mit 50 Speed einfach im Qualifying. Das merke ich halt überall. Die Speed im Qualifying, die fehlt mir. Und das ist in diesem Jahr noch schwieriger, finde ich. Dieses Auto auf eine Runde perfekt
auf den Punkt zu bringen. Oh, okay, da muss ich im Rennerprogramm gucken. Das war nämlich am äußersten Limit. Und zwar wirklich am äußersten Limit gebremst. Das Teamsitz schaffe ich natürlich dadurch nicht. Aber hey, wir sind näher dran, 2,4 Sekunden noch auf die Spitze. Also, die Upgrades, die wirken auch bei meinem Teamkollegen Fernando Alonso, weil wenn das dem fehlen würde, dann wäre er hinter, dann wäre er hinter sauber. Ganz klar. Also auch mein Teamkollege spürt die Verbesserungen. Und das meine ich jetzt mal mit diesem Einschießen. Die letzte Runde in Q1 war quasi die beste. Und das ist eigentlich schon zu spät. Ich weiß gar nicht, wie lange liegt das Qualifying? Nee, liegt jetzt 2 Tage her. Also wer hier meint, zwischen Training und Qualifying eine größere Pause zu machen, kann ich euch gleich sagen, vergesst es. Also mit den Autos, also das Limit mit den Autos zu fahren, finde ich deutlich schwerer. Wirklich deutlich schwerer als im Vorgänger. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl habe. Okay, bei 1,50 brauche ich jetzt nicht mehr rausfahren. Dafür ist die Boxengasse dann doch zu lang. Das heißt, wir hatten 2 Ones und wir haben unseren Teamkollegen knapp geschlagen. Und die da vorne fahren auf Softreifen. Wollt ihr mich verarschen? Aber 30,5 wäre Magnussen. 30,3, ja, eine Sekunde. Eine gute Sekunde fehlt uns noch nach vorne. Auf einer Strecke, wo halt einfach der Motor mehr entscheidet. Lance Stroll ausgestiegen auf Position 16. Palmer rettet sich hier quasi weiter. Wie auf der 17, Teamkollege geschlagen. Knapp zwei Zehntel fast. Alonso auf der 18, Wehrlein 19 und Eriksson auf der 20. Die letzte Runde ist quasi rausgerettet. Ziel verfehlt, aber hey, das hatte ich sowieso nicht auf dem Schirm. Position 16. Position 17 ist mehr als in Ordnung. Weil mehr war nicht drin. Wir müssen hier echt kleine Brötchen backen. Oder ich muss wieder kleinere Brötchen backen. Nach, ich glaube, das Hoch von Spanien und Kanada, das hat so ein bisschen die Rennen in Aserbaidschan und Österreich nicht positiv gestimmt. Deswegen hier kleinere Brötchen backen. Also es hat mir sofort, oder ist mir sofort aufgefallen. Silverstone, pure Motorleistung. Ja. Eine Position höher. Okay, das gibt Ressourcenpunkte, und zwar 65. Damit sollten wir safe. Und zwar wirklich safe. So viel sage ich jetzt einfach mal, die 500 Ressourcenpunkte nach dem Rennen voll haben. Die Realität, die interessiert ja, glaube ich, die wenigsten. Aber hey, wir können da oben bleiben. Komponenten müssen wir nicht tauschen, wir behalten die Komponenten. Und was ich meine mit 500 Ressourcenpunkte ist genau das hier. Wir spannen auf die Kraftstoff-Einspritzsystem, die Effizienz zu diesbezüglich, würde uns noch mal ein bisschen weiter nach vorne bringen und ihr seht schon, wir müssen auf sauber aufholen und das ist das, was uns einfach aktuell extrem fehlt. Die 3 Top-Teams haben da noch nicht ausgebaut, mal schauen, wann sie das machen werden. Hören wir noch mal rein, was uns das Team als Rennziel vorschlägt. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Platz 16, also im Endeffekt muss einer ausscheiden. Roman Grosjean schlagen, keine Chance. Haas ist im Rennen brutal stark. 17. der Meisterschaft, das habe ich noch nie gesehen, ob das irgendwie mal geändert wird. Dann wollen wir mal schauen, ob das Rennen besser läuft. Aktuell regnet es schon ein bisschen, also Nieselregen ist auf jeden Fall da. Das skippt mich positiv auf das Rennen und ich hoffe, ihr seid dann live dabei. Und zwar morgen, wenn es wieder heißt, Let's Play Formel 1 2017 hier in der Karriere in Silverstone. Macht's gut, tschüss!